Ach ja, Käffchen, sehr schön. Genau, wir wollten da hingehen und einen Wurm töten, mindestens. Ist jetzt nicht so viel verlangt, glaube ich. Das muss ich ein bisschen anhauen. Lalala. Ich glaube, der Wurm ist schon tot, aber läuft gerade einigermaßen. Es wird dunkel. Ja, das sind nämlich schön viele Biter nur. Weil jetzt scheinen die Spitter wirklich eher das Problem zu sein, weil die können halt schießen. Das heißt, wenn ich hier im Kreis rumlaufe, dann bleiben sie einfach in der Mitte stehen und schießen. Und wenn es dann zu viele werden, dann bin ich halt tot. Und tot sein ist nicht so toll, wie man denkt. Komm, 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 ja. Ein Spawner weg. Dafür, dass ich eigentlich nur mal ganz kurz vorm Dunkelwerden da einen Wurm töten wollte, ist das gut. Sie ist back. Oh, Stein im Rücken. Stein einfach mal zerstört. Das hast du davon, dass du mir im Rücken stehst. Ja, komm. Noch ein bisschen Slowdown. Weil wenn die jetzt alle um mich rumrufen würden, wäre ja vorbei. Wegen diesem etwaigen Stun-Effekt, den sie haben. Warte kurz hoch. Sollte die Spitter eigentlich erstmal töten. Das sind natürlich alles Berserker oder höhere. Schild regenerieren, dabei auf die hier schießen. Es wird gleich wieder. Hey. Ja, da müsste auch noch irgendwas gedreht werden am Kampfsystem. Also irgendwelche Taktikoptionen oder Spezialfähigkeiten vom Spieler oder von den Gegnern oder mehr verschiedene Einheiten, irgendwas in der Richtung. Aber momentan läuft es halt genau auf das hier hinaus. Es ist halt nur ein bisschen Eskalation. Man hat dann später halt keine Combat-Shotgun, sondern eine Laser-Combat-Shotgun. Das Sniper-Gewehr ist ein interessanter Touch, weil es halt eine hohe Reichweite hat. Aber davon gibt es, glaube ich, kein Upgrade. Das heißt, es ist auch recht schnell wieder obsolet. Und sonst halt slowen und kreislaufen, schießen. Oder rückwärts laufen und schießen. Ist jetzt nicht ganz so spannend, was Kampfmechanik angeht. Aber gut, die Würmer sind definitiv tot. Das heißt, ich haue jetzt den da an, weil er schon angeschlagen ist. Na, kaum ein Schuss wäre das nur noch gewesen. Oh. So. Du weg. Oh. Schild, 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 Schild. Na, erstmal noch ein Schild aufladen. Okay. Lad, 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 lad. Gehen schön großen Bogen. Eigentlich wollte ich den anderen zerstören, oder? Egal. So, einer kaputt. Zweiter kaputt. Sauber, sauber, sauber. Jetzt sollten wir erstmal so, keine Ahnung, 10, 12 Folgen Ruhe haben, bis unser Smog da oben ankommt. Vielleicht sogar noch länger. Wenn ich jetzt mich wirklich anfange, überall diese Dreier-Stromspardinger reinzuschmeißen, die ich übrigens nebenbei beim Laufen auch ruhig herstellen könnte. So, dauert ja eine Weile. Dann sollte der Stromverbrauch geringer werden. Wenn der Stromverbrauch geringer wird, stellen wir auch weniger Smog her. Wir verbrauchen weniger Fuelblocks. Die Boiler müssen weniger arbeiten, was dann wieder weniger Smog bedeutet und so weiter und so weiter. Das ist alles gut. Oh, die doofen Spitter.
trotzdem erstmal die hier töten, sonst brauche ich durchgehend die Slowdown-Module und das auch wieder Ressourcen. Bisschen Kollateralschaden auf die Spitter da. Ja, es hält sich die Waage. Sobald einer von denen umkippt, müsste ich gewinnen. Was Regenerieren angeht. ...35 Magazine nur noch. Sehr gut. So, alles mitnehmen, mitnehmen. Okay. Da. Alien-Artefakte einsacken. Zack. 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 Das sind jetzt 213 Alien-Artefakte. Das sind 2100 lila Science-Packs. Komplett ohne Produktivitätsdinger und was weiß ich. Warum sind da Würmer im... Wald. Mach die weg, das könnte irgendwann eine Basis werden oder so. Kleiner Vorposten hier. Brech die bitte doch nochmal ganz kurz ab. Ich muss hier was anderes. Warum brauchst du Draht? Ich hätte gern kurz Giftkapseln. Damit ich die nächste Basis schon mal so ein bisschen weichklopfen kann. Wow. Nee. Ich glaube, die kriege ich nicht. Die kriege ich nicht. Was? Die da auch nicht. Die werden meine Probleme werden mit der Expansion. Ah. Okay, ne. Genug getötet. Jetzt erstmal nach Hause. Ressourcen wieder auffüllen, vor allem die Muni. Und an der Basis selber arbeiten. Töten schön und gut. Jetzt aber erstmal die Basis dran. Und ich bin fast versucht, doch jetzt schon mit den Solarpanels anzufangen. Ressourcen geht langsam und je mehr wir von denen bauen, desto eher können wir auf die Boiler verzichten. Also jedes einzelne Solarpanel macht zwar nur sehr wenig, aber es sorgt trotzdem dafür, dass die Boiler nicht ganz so hart arbeiten müssen und dementsprechend nicht ganz so viel Smog produzieren. Also Roboport hatte ich immer noch nicht gebaut. Nö, braucht Kupfer. Ja, das sollte nicht ein Problem werden. Genau, gib mir Zeug, gib mir ganz viel Zeug. Chip. Ganz viele grüne Chips, ernsthaft? Hä? Okay, wir haben immer weniger Eisen. Das sollte ich mich gleich drum kümmern. Aber dafür haben wir jetzt Draht im System, ganz viele Kupferplatten im System. Und wir haben grüne Chips im System. Das ist Neuland. Das hatten wir schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Ah, und hier ist der Haken. Ein Dreier-Drill. Pollution 9,9. Ja, da brauche ich erstmal Pollution Cleaning Module, bessere. Eigentlich bräuchte ich die Dreier auch. Dass wir 80% Pollution-Reduzierung haben, 80% Stromverbrauch-Reduzierung. Und dann wäre die Idee, dass ich das einfach hier hinpflanze und eine Kiste befülle mit... Du bist auch leer. Und eine Kiste befülle mit Dingensbummens. Einfach nur mit dem Roherz. Und dann sammelt sie das Roherz an und dann baue ich einfach irgendwo hin Schmelzöfen, so wie ihn hier unten über dem Kupfer. Wo ich auch die Schmelzöfen hingebaut habe und die dann einfach beladen habe mit ganz viel Erz nach und nach. Das wäre eine Idee. Hier ist alles okay. Ja, hier ist auch einer leer. Saugen nach und nach alle Ressourcen hier weg. Was ja aber auch genau der Plan ist, ne? Oh, wir haben noch normale Mining Drills. Das ist doch umso besser. Dann bauen wir mal den dahin, du hau mal hier. Oh, 50% weniger Stromverbrauch. Sehr gut. Hau das dahin. Du. Wie viel machen die? 30. 30, 30. 80% weniger Pollution. Ja, also theoretisch müssten wir in jeden Zweier-Modul reinpacken und einen Einer.
Was jetzt fast nahelegt, dass ich die Fabriken bauen sollte, die Module herstellen. Dum, 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 dum. Das Problem damit ist halt nur... Das Ding steht ein bisschen doof. Was soll's. Das Problem damit ist halt nur, dass es wieder Ressourcen frisst und Strom und Smog generiert und die sind falsch rum. Und wir brauchen hier noch mehr blaue Ärmchen. Oder einfach ein Splitter. Da war was, ne? Das hatten wir gerade unten getestet. War es oben bei meinem Ding? Keine Ahnung. Bau. Bau. Schnell ins Splitter. Bin ich schon, den schon. So, so. Ja, sehr schön. Sehr viel Kupfer. Okay, das Ganze hätte ich jetzt nochmal ganz gerne für Eisen. Hier zum Beispiel. Boah, das Ding hat echt eine super Reichweite. Bau bitte davon ein paar. Dahin, dahin, dahin. Dann setzt den so, dass die Ecke da abgebaut wird. Du bekommst Pollution Cleaning. Nee, nee, das Gute. 60, 60, 60. Na gut, mach das erstmal alles da rein. Fühlst dich ja doch recht flott, ne? Jo. Okay, bau das ab und ich versuche nach und nach das hier zu erweitern durch die da. Was ein bisschen dauern dürfte, weil die roten Chips gerade mangelbar sind. So. Eisen. Ja, 2,9. 2,9 ist nicht gut. Nur einfach die. Du brauchst dieselben wie der andere auch. Das ist jetzt nicht so toll. Okay, hau erstmal Pollution rein. Später werden die auch ersetzt durch Efficiency. Und dann Kisten. Haben wir auch nicht wieder genug. Oh, hier ist gar kein Roboport. Das macht das Ganze unpraktisch. Okay, weg, 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 weg. Ja, einfach ein Fließband nach oben. Hm? Da ist definitiv ein Roboport. Das heißt, du machst... Hier ist kein Strom. So, das heißt, wir machen hier die Dinger hin. Da und da. Und die nehmen sich einfach von... Hier das Erz. Da müssen wir gar keine Kiste dazwischen machen. So, dann kann ich hier in der Reihe einfach ganz viele Schmelzöfen machen, die dann durchgehen, das Zeug von da nehmen. Wahrscheinlich bräuchte ich sogar, genau, schnellere davon. Aber geht halt momentan nicht anders. So, du. Da, da. Da, da. Und gib mir verdammt nochmal einen ganzen Schwung an Ärmchen. Ich will nicht jedes Mal selber herstellen müssen. Hier. So. Da rein. Und bauen mal halbe Ärmchen. Und deshalb brech mal ganz kurz die Dinge ab. So, dann bau bitte halbe Ärmchen. Tu die halben Ärmchen da wieder. Ups. Ganze tun rein, halbe schon raus. Das heißt, links ist Eisenerz, rechts kommen die Eisenplatten. Hier tun wir jetzt eine Kiste hin und die schnappt sich bitte mit so einem. Nur Eisenplatten. Da. Eventuell brauchen wir davon später mehr, aber das ist dann halt so. Bau davon welche. Staut sich das? Eventuell brauchen wir schnelle halbe Ärmchen. 2021, 2021. Nö, es scheint stabil zu sein. Gudi.
Also mehr Schmelzöfen, mehr. Du bist hier voll verschwendet. Es tut mir leid. Ich könnte jetzt hier einen davon hinbauen, aber es bringt nicht so wirklich viel. Oh, und lass den mal fliegen. Oh, es geht. Oh, schnapp dir mal Eisenzahnräder. Das sind Zahnräder hier. Zack, zack, zack. Schnapp dir auch mal normale Fließbänder, damit wir die auf Vorrat haben. Und sortiere mal die ganzen Leichen aus. Das ist langsam ein bisschen viel Gewusel da. Das ist ja bei der Leichenkiste, ne? Ich glaube schon. Zack, 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 zack. Jo. Licht. Oh, wird alles weggefarmt. Wie viel Eisen haben wir? 2,6 springt gerade auf 2,7. Und die Roboter haben teilweise nichts zu tun. Das ist okay. So, du baust noch keine davon. Dafür hast du jetzt schon die besseren Effektivitätsmodule. Du hast Pollution 0,54 und Energy auf 108 runter. Du hast auch 0,54. Aber noch 180 Stromverbrauch. Okay. Was wollte ich? Genau, ich wollte die schnellen Dinger hier hinbauen. Eigentlich noch mehr. Genau, bis hier reicht doch eigentlich schon, ne? Es geht ja nur darum, dass das Eisen schneller abtransportiert werden soll. Also brauchen wir jetzt mehr Schmelzöfen, damit das Eisen auch wirklich verbraucht wird. Bau zwei davon. Die kommen dann jeweils hier hin. Ein Close Inserter da und da. Normal, da und da. Dann sollte es okay sein. Zip. Ja, die kommen bei weitem nicht hinterher. Du bist echt super, du MK3-Drill, du. Also wir könnten jetzt das Erz auch noch einlagern. Ja, komm, gucken wir mal, was mit 4 aussieht. Du. Nimm einfach irgendwas vorerst. Und bau 10 davon, 10 davon und dann bauen wir die später hoch. So, warum nimmst du keine?